Weiter geht es mit einer weiteren Folge The Bus. Wir sind heute mal wieder auf der Modifikationsmap Oberhavel unterwegs. Für diese Modifikationsmap gab es nämlich dem letzt ein neues Update. Mit diesem Update wurden insgesamt 8 Kilometer neue Strecke hinzugefügt. Außerdem wurde die Linie 804 vervollständigt. Diese Linie werden wir übrigens heute auch fahren. Und es wurden natürlich auch noch weitere Dinge angepasst, verbessert oder hinzugefügt. Ist aber alles ein bisschen viel, um es vorzulesen. Deswegen einfach nur mal diese zwei Punkte hier schnell reingeworfen. Außerdem spielen wir heute mit einer neuen Open-Beta-Version von The Bus. Und mit diesem neuen Open-Beta-Version von The Bus wurden jetzt die Flottenpläne hinzugefügt. Da steht, wenn ich mich jetzt nicht irre, drinne, welcher Bus zu welcher Uhrzeit auf welcher Linie mit welchem Skin unterwegs sein soll oder unterwegs ist. Und ja, das soll schon mal so eine Vorbereitung sein auf den Multiplayer, beziehungsweise ich denke mal später auch für die KI-Busse hier im Spiel, damit das Spiel auch genau weiß, welcher Bus auf welcher Linie unterwegs ist. Ist auch für mich ein bisschen angenehmer, weil ich bin immer so ein bisschen durcheinander gekommen durch diese ganzen Modifikationsmaps, auf welcher Linie jetzt eigentlich in der Realität ein Gelenkbus unterwegs wäre, wo jetzt ein Gelenkbus auch draufpasst, auf welche Linie und so weiter. Bin ich immer so ein bisschen durcheinander gekommen und jetzt kann ich hier einfach dann quasi dem Spiel sagen, jo, wähl mir bitte einen Bus aus dem Flottenplan, und wenn es da dann korrekt eingetragen ist, hat man hier dann ja den korrekten Bus auch ausgewählt, wie es auch dann in der Realität wahrscheinlich wäre. Genau. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Genau. Wir fahren heute, wie gesagt, die Linie 804 am 12.07. Diese Linie führt von Malz bis zur Rewestraße. Wir haben einige Haltestellen vor uns, sind auch ungefähr wahrscheinlich so eine Stunde unterwegs heute. Datum habe ich jetzt einfach den 12.07. wieder ausgewählt, ist Aufnahmedatum. Rauskommen soll die Folge am 13.07., also einen Tag später. Startzeit, habe ich mir gedacht, gegen Mittag rum ist doch ganz nett, also hier 12.52 Uhr. Und dann können wir direkt mal die neue Funktion von der Open Beta verwenden. Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit, selber wieder einen Bus auszuwählen, aber ihr seht es ja hier unten schon, hier unten steht aktiviere Flottenfahrzeuge. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten draufklicke, jetzt haben wir noch den Scania Citywide LF 12 Meter zweite Variante dastehen. Wenn ich jetzt hier unten draufklicke, dann nimmt sich das Spiel quasi den Bus aus dem Flottenplan raus, der da eingetragen wurde. Und das wäre jetzt hier in dem Fall für die Linie an dem Tag, für die Uhrzeit, quasi der Mercedes-Benz E-City-Bus 18 Meter Dreitür-Variante. Bus. Ja, das wäre jetzt quasi der Bus, der da ausgewählt wird. Würde ich sagen, nehmen wir auch, ist ein Gelenkbus. Ich mag Gelenkbusse, ist halt ein E-Fahrzeug. Das heißt, wir werden heute wieder keinen Motorblubbern hören, aber wurscht. Hauptsache ein Gelenkbus. So, ansonsten Steuerungsmodus ist auf realistisch eingestellt, wie immer. Kleine Info an dieser Stelle wieder am Rande, wenn wir schon beim Thema Steuerung sind. Ich fahre wieder mit meinem Logitech G25, meinem uralten, verstaubten Lenkrad. ist schon ein bisschen älter und deswegen kann es sein, dass wenn ich hier fleißig am Rumkurbeln bin, dass man da so ein leichtes Brummen im Hintergrund hört. Genau. Ansonsten hier noch Wetter habe ich auf dynamisch eingestellt. Passt einfach wunderbar zur Realität momentan. Ja, entweder gewittert es eben nachts oder heute Morgen wurde ich wieder durch ein Gewitter aus dem Bett gerissen. Jetzt scheint die Sonne wieder. Es ist einfach komplett dynamisch draußen. Also passt perfekt. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, aber alles soweit besprochen. Und dann können wir hier auch schon loslegen. Welcher Skin jetzt übrigens hier ausgewählt ist, kann ich mir nicht angucken, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das sehen wir dann, wenn wir das Spiel quasi geladen haben. Ich klicke jetzt einfach mal auf Start. Dann haben wir hier ganz kurz einen Ladebildschirm. Die Zeit kann man gut nutzen, um ein Like da zu lassen, würde mich sehr freuen. Und dann stehen wir auch schon hier bei unserem Bus. Ja, wir machen das wie immer. Wir laufen erstmal wieder den Bus so von außen ab. Ist der passende Oberhavel-Skin ausgewählt. Hat auch hier eine Werbung mit drauf für Mercedes. Passt eigentlich wunderbar, weil wir fahren ja selber Mercedes. Also passt, kann man nicht meckern. Und genau, wir schauen uns den Bus jetzt nochmal, wie gesagt, von außen komplett an. Und wir laufen dann auch wieder innen durch den Bus durch. Hier hinten haben wir auch nochmal eine Mercedes-Werbung dran. Alles Klärchen, dann wissen wir da Bescheid. Passt aber irgendwie ganz gut zu dem Fahrzeug hinten auf der Klappe drauf. Naja, also Werbung hinten auf der Klappe drauf. Genau, so, das ist also unser Bus heute für die Fahrt. Ich würde sagen, wir steigen dann langsamer ein, laufen auch jetzt hier innen nochmal durch. Will mir ja jetzt nicht ganz so viel Zeit hier lassen, damit wir nicht ganz so spät wieder losfahren. So, dann sind wir hier einmal durchgelaufen und Bus sah soweit in Ordnung aus, war alles soweit sauber, also können wir loslegen. Dann machen wir die Zündung mal an, dann geht auch hier das System an und Bus ist schon mal startklar. Elektromotor ist quasi an, sagen wir es mal so. Klicken wir hier auf Start und dann PIN für Verkäufer haben wir jetzt gerade hier die 6344. Bestätigen war und dann wurde die Mission mit Linie 804 und Kurs 04 gestartet. Okay,
Alles klärchen. Dann können wir gerade nochmal aussteigen und schauen, ob das alles so passt, was wir eingestellt haben. 804 ist in Ordnung und der Rest müsste auch soweit passen, denke ich mal. Moin. Und dann moin. Hi. Hi. Können die ganzen Fahrgäste einsteigen und dann können wir uns auch hier Startklar machen komplett, also noch die Klimaanlage einschalten, Feststellbremse lösen. Hier schalten wir auf Drive-Modus und schon sind wir eigentlich startklar, wenn ich nichts vergessen habe. Genau, wir haben jetzt hier 12.51 Uhr, 12.52 Uhr sollen wir loslegen, also geht's gleich los. Jetzt haben wir 12.52 Uhr, also machen wir die Tür zu, setzen den Blinker links und können loslegen. Ja, übrigens hier noch eine kleine Info am Rande wegen der Open Beta. In der Open Beta hat sich anscheinend irgendwas mit dem Field of View verändert. Also auf jeden Fall, bei mir in den Einstellungen steht es noch genauso drin wie in allen anderen Folgen davor. Aber wenn ich quasi mit diesen Einstellungen, die ich schon immer in the Bus habe, das Spiel starte, ist das Field of View quasi gefühlt auf die größte Stufe eingestellt und man hat total den Fischaugeneffekt hier. Ja, also total gewölbt alles und man ist total weit hinten im Sitz drin. Ich habe also jetzt das Field of View wieder runtergestellt. Es ist jetzt nicht hundertprozentig so wie vorher, aber es kommt sehr nah an vorher ran. Hi. Ist trotzdem wieder eine Umgewöhnung für mich. Ich weiß nun nicht, ob da irgendwas einfach nur in der Open Beta geändert wurde oder ob das momentan halt fehlerhaft ist. Weil vom Wert her, ich hatte es vorher auf 105 stehen, hab's, also jetzt nach dem Open Beta Update stand es auch auf 105, aber es ist einfach komplett eine andere Situation oder komplett eine andere Optik gewesen. Ich habe es jetzt also ein bisschen runtergeschraubt und jetzt ist es so ähnlich wieder wie vorher, aber noch nicht so hundertprozentig halt. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sich da was geändert hat oder ob das einfach ein Fehler momentan ist. Naja, gut. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Die ersten Fahrgäste sind im Bus. Hoffe, die sind alle glücklich. Bei so einem schönen Wetter hier gerade im Spiel kann man eigentlich nur gut gelaunt sein. Ich bin's auch. Ich wurde zwar heute Morgen wieder durch blödes Wetter geweckt. Aber gut. Schlaf ist sowieso überbewertet. Ja, Schlaf ist überbewertet. Also die letzten drei Nächte irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie immer Unwetter gefühlt und ja, es hat jede Nacht irgendwie gedonnert und seitdem wir halt den Wasserschaden hier im Haus hatten, werde ich bei jedem Gewitter sowieso wach. Und wenn es schüttet, stehe ich oben in der Wohnung, gucke aus dem Fenster und gucke, ob wir wieder Wasserprobleme bekommen im Haus. bin also jedes Mal dann sehr angespannt. Das heißt, die letzten Nächte waren irgendwie komplett gelaufen und jetzt ist gestern das Handy von meiner kleinen Schwester quasi kaputt gegangen. Da war ich dann spät abends noch zu ihr gefahren, habe geschaut, ob ich es irgendwie wieder zum Laufen bekomme und bin dann spät nach Hause gekommen, war dann erst so gegen 1:30 rum nachts oder so und dann habe ich mir gedacht, jo, ich kann ja heute Morgen mal ein Stündchen länger ausschlafen. Ja, und dann ging es um 6:15 los mit Gewitter, da war also wieder nichts mit wirklich ausschlafen. Naja, was will man machen? Ja, aber irgendwie sehr ärgerlich, dass ihr Handy jetzt den Geist aufgegeben hat, so von jetzt auf gleich, ohne irgendwie, dass es runtergefallen ist oder so. Einfach von jetzt auf gleich, Bildschirm schwarz geworden, startet nicht mehr, funktioniert nicht mehr, wird vom Computer nicht mehr erkannt, lädt nicht mehr. Irgendwas hat sich da komplett verabschiedet anscheinend. Sehr ärgerliche Sache. Naja, besonders weil es halt ein teures Apfelprodukt ist, sagen wir es mal so. Naja, kann man nichts machen. Muss man jetzt gucken, ob man es irgendwie zur Reparatur bringen kann. Gucken, dass es nicht ganz so teuer ist, ist ja natürlich auch wieder eine andere Sache. Und dann mal schauen. Naja. Okay. Ja, ich mir gedacht, wir haben heute eine wahrscheinlich sehr lange Fahrt vor uns, also so eine Stunde, rechne ich mal mit. Ich benötige einen Fahrschein. Habe ich mir gedacht, da könnte ich doch... Ja, es kostet Geld. Könnte ich doch ein Thema aus den Kommentaren aufgreifen. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt gerade mal um das Ticket hier. 24-Stunden-Karte. Er bezahlt bar. Das heißt, wir geben ihm erstmal 70 Cent zurück. Dann sind wir direkt auf 7. Und dann heißt es, wir brauchen noch 3 Euro. Und dann sollte das passen. Genau, er hat bar bezahlt. Wählen wir natürlich noch aus. Und dann wurde das Ticket auch gedruckt. Genau, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal einen Kommentar. Und über das können wir einfach nochmal reden. Und zwar wurde ich in der letzten Folge gefragt, was ich von dem neuen Aerosoft Truck and Bus Wheel halte. Wir hatten, glaube ich, dieses Thema schon mal gehabt, das Aerosoft Lenkrad extra für Simulationen, also für Bus und LKW fahren. Ist aber, glaube ich, schon wieder ein bisschen her.
Und da die Frage halt jetzt in den Kommentaren wieder kam, habe ich mir gedacht, komm, können wir doch eigentlich über dieses Thema quatschen. Genau. Was ich aber noch vorher natürlich anmerken muss, ist, dass ich dieses Lenkrad noch nie in der Realität gesehen habe. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie das Force Feedback von dem Lenkrad ist. Ich weiß nicht genau, wie wertig es sich anfühlt. Kann ich bitte ein Ticket? Aber zum Thema Wertigkeit würde ich sagen, kommen wir dann später sowieso noch. Aber wie gesagt, ich habe noch keine realen Erfahrungen mit diesem Lenkrad gehabt. Ich habe auch nur das Infomaterial, was ihr quasi auch habt. Also da bin ich irgendwie nicht auf einen aktuelleren Stand oder so. Einen Fahrschein bitte. So, wir kümmern uns aber trotzdem erstmal hier um das Spiel. Das Gesprächsthema ist nur so nebenbei dann. So, er hat bar bezahlt. Geben wir ihm erstmal 60 Cent zurück. Dann sind wir auf 15 und dann kriegt er also noch 5 zurück. So, okay. Dann fahren wir mal weiter. Ja, das Lenkrad. Wo fange ich an? Ich würde sagen, erstmal mit dem Positiven, was mir sehr gefällt. Also an sich gefällt mir diese Idee schon mal sehr, sehr gut. Hat einfach den Grund, es gibt ja hauptsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal durch einen Elektromarkt schlender, sieht man dort nur Racing Wheels ausgestellt. Das heißt, Lenkräder, die hauptsächlich auf Rennen ausgelegt ist, ja, also auf Rennspiele. Was ja okay ist, gibt ja sehr viele Rennspiele und so weiter, ist okay. Ja, es gibt auch ein Lenkrad für Simulatoren, was ich immer in gewissen Elektrofachmärkten sehe. Das ist das für den Landwirtschaftssimulator auch nichts Besonderes. Eher schlecht als recht, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, ist aber auch nicht ganz so teuer, also ist okay. Ansonsten aber wie gesagt nur Racing Wheels. Da ist es natürlich super, dass mal ein Hersteller, ein Publisher auf die Idee kommt, hey, wie wär's denn damit, wenn wir mal passend für unsere Spiele, weil Aerosoft ja quasi Bus- und LKW-Spiele anbietet, wie wär's denn, wenn wir da passend mal ein Lenkrad anbieten? Ja, extra für Busfahren ausgelegt oder für LKW-Fahren. Oh, hier wird's wieder eng. Ja, ich muss wegen dem Field of View also gucken, wie es so mit der Busbreite ist, weil das ist doch irgendwie ein bisschen anders als vorher. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, da ist es doch passend, wenn man doch mal ein Lenkrad rausbringt, was extra für diesen Themenbereich ist. Oh, da liegt ein Stock auf der Straße. Anscheinend ist ja auch vorher ein Unwetter drüber gezogen, keine Ahnung. Ja, und deswegen, diese Idee, dass man das auch umsetzt, finde ich schon mal vorneweg echt super. Bitte bleib stehen. Dankeschön. Super nett. Danke. Hab gerade ein bisschen Angst gehabt. So, was wir aber jetzt hier auch gerade nochmal machen könnten, bevor ich es nämlich wieder vergesse, machen wir einfach nochmal schnell ein Foto, während ich hier gerade in den Schatten reinfahre. Super. Na gut, ich kann vielleicht die Tageszeit ändern, dass die Sonne von vorne auf den Bus scheint. Scheint bitte von vorne auf den Bus. Nein, die Sonne wandert hinten entlang. Alles klar. Ja gut. Nee, da müssen wir an einer anderen Position Bilder machen. Ich fahre gerade mal ein bisschen an die Seite. Ich schätze das heute als falsch ein, weil irgendwas ist mit dem Sichtfeld halt anders. Naja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, so die Idee an sich, wunderbar. Es ist schön, dass das Lenkrad einen größeren Lenkeinschlag hat, als jetzt zum Beispiel mein altes Logitech G25. Mein altes Lenkrad hier, auch ein Racing Wheel übrigens. Es ist an sich ein Racing Wheel, aber es ist irgendwie auch ein Allrounder, muss man sagen, das alte Modell. Aber dazu gleich auch nochmal mehr. Ja, an sich, mein altes Lenkrad hat nämlich auch nur 900 Grad Lenkeinschlag und das Aerosoft Wheel hat quasi 1080 Grad Lenkeinschlag. Das heißt nochmal eine halbe Umdrehung quasi mehr pro Richtung. Was auch sehr cool und sehr passend natürlich ist für hier die Fahrzeuge. Also ist auch schon mal optimal. Dann finde ich auch richtig klasse, dass dieses Lenkrad halt, beziehungsweise dass endlich mal ein Lenkrad gibt, welches einen Blinkerhebel hat. Es ist ja sowas, das haben andere Lenkräder nicht. Das Lenkrad aber von Aerosoft, das Truck and Bus Wheel, hat aber einen Blinkerhebel. Und das finde ich auch schon mal extrem super. Weil dann kannst du hier endlich auch mal beim Kurbeln den Blinker ein- und ausschalten. Ja, du musst nicht extra irgendwie Schalter auf deine Konsole bzw. auf dem Bedienpanel nebenbei legen, falls man überhaupt eins hat. Ich habe beim Logitech G25 eins, andere Lenkräder haben sowas nicht dabei. Das heißt, mein Blinker ist auch bei diesem Bedienpanel drauf, damit ich nicht jedes Mal die Knöpfe suchen muss, wenn ich mein Lenkrad drehe.
Das finde ich auch super, ist auch mal eine Sache, die gibt es bei anderen Lenkrädern nicht, weswegen ich dieses Lenkrad irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise feiere. Ja, Bedienpanel ist ja da auch mit am Start. Mit sehr vielen Schaltern, passend für Bus, passend für LKW. Ja, es gibt auch extra am Lenkrad noch einen Hebel für den Retarder. Kann man auch wunderbare Sachen mitmachen. Haben andere Lenkräder auch nicht. Ja, ist auch ein Pluspunkt, wie gesagt. Aber um nochmal zum Bedienpanel zurückzukommen. Hi. Nochmal verspätet hinterher. Wir sind zu früh, sehe ich gerade. Na dann, können wir auch die Tür nochmal offen lassen. Ja, Bedienpanel. Ganz viele Taster, auch extra zwei rote Knöpfe. Ich glaube, die können sogar auch leuchten für Bustüren. Ja, habe ich mir erst gedacht, jo, zwei Schalter sind doch irgendwie ein bisschen wenig für Buslenkrad. Aber andererseits, wenn man so drüber nachdenkt, die meisten Busse heutzutage, sind wir doch mal ehrlich, die haben einen Schalter vielleicht für die Vordertür und für die hinteren Türen hat man doch nur noch die Türfreigabe. Das heißt, man könnte es bei dem Lenkrad so machen, dass man quasi den ersten roten Schalter für die erste Tür nimmt und den zweiten roten Schalter für die Türfreigabe. Könnte man theoretisch machen. Dann würde es von den Schaltern her reichen. Oder falls man halt ein Simulationsspiel hat, wo man getrennte Türflügel benutzen möchte. Ja, Omsi geht ja sowas zum Beispiel. Ja, dass du vorne die Tür halt einzeln bedienen kannst, die Türflügel. Hättest du auch zwei Schalter? Würde ja passen dann. Sehe ich da unten auf der Minimap gerade einen Hinweis, dass da ein Blitzer steht? Ist das neu? Oder soll es irgendwie nur Achtung sagen, weil hier steht ein Rettungswagen? Das Symbol ist mir gerade das erste Mal ins Auge gefallen. Naja, wo war ich stehen geblieben? Genau, man könnte es so quasi dann belegen. Oder man macht es halt anders, keine Ahnung. Erste Tür, zweite Tür und tut dann auf einen anderen separaten Schalter nochmal die Türfreigabe machen. Weil die Türfreigabe ist ja hier quasi auch nicht ein roter Knopf. Das ist ja hier dieser schwarze Schalter für die Türfreigabe. Und für die roten Knöpfe sind quasi nur für die Türen an sich. Und das andere ist die Türfreigabe. Könnte man sich quasi auch dann so belegen auf dem Bedienpanel. Ist also auch wunderbar. Man hat ja genügend Taster zur Verfügung, beziehungsweise genügend Schalter zur Verfügung bei diesem Bedienpanel von diesem Lenkrad. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch optimal, dass man endlich mal ein Bedienpanel hat mit vielen Schaltern fürs richtige Thema. Ich glaube, es sind alle sogar beschriftet oder so ein Teil beschriftet. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, das hat sich auch während der Entwicklung nochmal verändert. Da weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall coole Sache. Kann ich auch nur, oder finde ich auch sehr positiv an diesem Lenkrad. Was auch ganz positiv ist, was aber selbst auch schon mein altes Lenkrad konnte. Okay, wir haben wieder dieses Symbol auf der Map. Ja, steht hier jetzt ein Blitzer oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie keinen gesehen. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich wollte eigentlich hier gerade nur noch mal schauen wegen Foto machen. Kommt die Sonne diesmal ein bisschen weit mehr von vorne? Ja. Aber ist da jetzt irgendwo ein Blitzer? Ja, nein. Irgendwo im Gebüsch versteckt bestimmt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein Foto auf dieser leicht schrägen Straße. Wie gehen wir da am besten hin? Sichtfeld würde ich gerne noch so ein bisschen anpassen. So vielleicht. Genau, machen wir es so. Dann klicken wir hier auf Bild aufnehmen. Bild wurde aufgenommen. Wunderbar. Ich mache nochmal hier ein Foto und dann nochmal von der anderen Seite aus. So. Genau. Machen wir es so. Dann haben wir das Foto schon mal abgehakt. Okay. So, er will mitfahren. Dann gute Fahrt. Viel Glück. Ja, also wie gesagt, Bedienpanel an sich finde ich auch super. Dann wollte ich jetzt auf eine Sache zu sprechen kommen. Das ist der Schaltknauf, der bei dem Bedienpanel da auch mit dabei ist. Der hat die Funktion quasi so ähnlich wie mein altes Logitech G25. Ist also keine neue Sache, keine Errungenschaft oder so. Aber cool, dass diese Funktion drin ist. Und zwar bei meinem alten Logitech G25 kann man umschalten zwischen einer H-Schaltung, also wie man sie aus einem ganz normalen Schalterfahrzeug kennt, und zwischen einfach so einer, ja, wie nennt man das, WIP-Schaltung, Kipp-Schaltung, keine Ahnung. Das heißt, ich kann hier einfach
einen Schalter drehen. Und dann kann ich nicht mehr diese Haarschaltung quasi benutzen, sondern ich kann einfach nur nach oben tippen mit der Schaltung und nach unten tippen mit der Schaltung. Somit war das für Automatikfahrzeuge ganz cool. Einmal nach oben gewippt quasi in den Drive-Modus rein, dann einmal nach unten gewippt in den Neutral-Modus, nochmal nach unten gewippt quasi Rückwärtsgang. Ja. Und so eine ähnliche Funktion hat quasi auch das Aerosoft-Lenkrad, wenn das noch so aktuelle Informationen sind. Das war so auf jeden Fall in dem letzten Video, was ich gesehen habe. Auch eine coole Sache, weil dann kannst du das zu den jeweiligen Spielen wunderbar anpassen. Ja, was weiß ich, bei dem einen Spiel möchtest du vielleicht einen LKW mit einer Haarschaltung fahren, jetzt einfach mal blöd gesagt, in dem anderen. Oder bei einem anderen LKW, wenn du umsteigst, den möchtest du als Automatikschaltung haben. Dann könntest du das einfach umstellen und so funktioniert das anscheinend auch hier mit dem Aerosoft-Lenkrad. Genau, finde ich auch eine coole Sache, ist jetzt nichts Innovatives, nichts Neues, nichts Krasses, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das mit dabei ist. Oh Gott, wie es hier gerade am Ruckeln ist. So, kann man hier gerade einfach mal stehen, aber ich weiß es nicht, möchte er mit? Es sah so aus, als wollte er mit, aber irgendwie dann doch nicht. Aber es kommt jemand angelaufen, alles klar. So. Wie viel kommen da noch? Hi. Hi. Kann ich bitte ein Ticket haben? Ja, klar. BC ermäßigt, wenn ich richtig sehe. Und dann Einzelfahrtausweis und bezahlt mit Karte. Sie können. Schönen Tag noch. Also das finde ich auch super, dieses Bedienpanel. Gibt es noch irgendwas Positives, was ich ansprechen könnte, was ich jetzt so aus den Videos gesehen habe? Ich glaube, das war so das Gröbste. Natürlich kann man alle Taster und Schalter selber belegen, so wie ich das aus den Videos rausgehört habe. Eigentlich auch selbstverständlich wäre richtig doof, wenn es nicht so wäre, weil dann könntest du das im Mannspiel nicht richtig verwenden. Wenn du dir alles selber anpassen kannst, kannst du es überall richtig verwenden, so wie du es gerne hättest. Also alles gut. Ich habe auch gesehen, dass man dieses Bedienpanel auf verschiedenen Höhen quasi anbringen kann am Schreibtisch. Ist auch eine wunderbare Sache. So wie man es halt gerade braucht. Der eine möchte das vielleicht ein bisschen höher hängen haben am Tisch, der andere vielleicht ein bisschen tiefer. Kann man sich anscheinend anpassen. Ist auch eine wunderbare Sache. Achso, außerdem hat dieses Bedienpanel auch eine Tablet- bzw. Handyhalterung dran. Das heißt, man kann sich über den Tastern und Schaltern ein Handy oder ein Tablet reinstellen. Ist gerade für The Bus, wenn man da so drüber nachdenkt, eine richtig coole Sache, weil du kannst ja in The Bus quasi dein Tablet mit verbinden oder du kannst mit The Bus dein Tablet verbinden. Und bin ich jetzt richtig gefahren? Ja. Bin gerade ein bisschen zu sehr konzentriert auf das Lenkrad. Genau, du könntest quasi in The Bus dein Tablet koppeln und könntest dann dort die Kasse anzeigen lassen und kannst dann auch über dein Tablet die Kasse bedienen. Und das wäre natürlich super, weil dann wäre das genauso wie hier in dem Bus halt. Ja, hier hat man ja auch die ganzen, ja, was heißt genau, so wie im Bus. Hier hat man halt die Schalter und hier hat man halt die Kasse. Und bei diesem Lenkrad könntest du es quasi so machen, dass du halt hier die Kasse dann drüber hättest. In der Realität, du hättest dann die Schalter halt und oben drüber könntest du dein Tablet reinstellen. Und da die Kasse dann drauf laufen lassen. Auch eine richtig coole Sache, da hat man auch ordentlich mitgedacht. Gerade halt im Bezug zu The Bus hier, weil The Bus hat ja diese Funktion. Bei anderen Spielen wird es aber wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, irgendwie das zu koppeln mit einem Tablet oder so. Und das Tablet vielleicht als zweiten Monitor im Spiel hinterlegt und dann da irgendwie was eingerichtet oder so. Auch eine richtig coole Sache. Sehr praktisch auf jeden Fall. Weil sonst ist ja auf dem Schreibtisch immer ein bisschen eng. Gerade wenn du so ein Bedienpanel da noch mit dabei hast, manchmal ein bisschen schwierig. Bei mir ist es auch immer ultra eng, wenn ich hier mein Lenkrad aufbaue. Ja, und dann noch Mikro und so weiter hier. Es ist schwierig manchmal. Mauspad muss ich auch drehen, sonst passt es nicht. Oh, jetzt wäre ich hier beinahe vorbeigefahren. Will aber auch, glaube ich, niemand raus und niemand rein. Ist also halb so wild. Fahren wir direkt weiter. Ja, aber ich glaube, dann habe ich so grob die ganzen positiven Dinge erwähnt. Kommen wir mal zum Negativen. Oder beziehungsweise zu den Dingen, die mir nicht so hundertprozentig zusagen von dem Material aus, wo ich jetzt gesehen habe, wo ich mir sagen würde, ja, oder denken würde, ja, das ist irgendwie nicht so ganz gut oder das hätte man vielleicht anders lösen können. Ein Thema, was mich halt da auch so ein bisschen stört, ist so Thema, ja, Wertigkeit oder so von diesem Lenkrad. Man muss halt sagen, dieses Lenkrad soll später 380 Euro kosten. Aktuell, wenn man es vorbestellt, sind wir bei 340 Euro. Es soll später 380 Euro kosten. Ja, was mich halt da so ein bisschen halt stört, ist, dass das komplette Lenkrad halt aus Plastik ist.
Achso, ich muss hier gar nicht stehen bleiben. Oder? Hä? Aber da ist doch... Die gute Frau will aber mitfahren. Hi. Ich mache hier immer was bei diesen Haltestellen falsch. Ist mir jetzt aber auch wurscht. Ich habe sie mitgenommen. Hier die... Ich weiß nicht. Diese Haltestelle hier verwirrt mich immer. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist aber auch wurscht. Weiß jetzt nicht, ob ich da stehen bleiben sollte oder nicht. Ich glaube aber schon. Aber keine Ahnung. Die Linie wurde auf der Map schon anders dargestellt. Vielleicht auch, weil ich schon an der Haltestelle wieder so halb vorbeigefahren war. Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Auf jeden Fall sind die Fahrgäste eingestiegen und können mitfahren. Genau, ja, das komplette Lenkrad ist aus Plastik. Das heißt, ich habe hier bei meinem alten Logitech-Lenkrad, das ist halt aus Metall, das Lenkrad. Die Schaltwippen hinten sind aus Metall, aus irgendeinem Stahl, kein Aluminium. Richtig stabil quasi, richtig ordentlich, richtig hochwertig, fühlt sich richtig gut an. Irgend so ein gebürsteter Stahl ist es halt. Die Grifffläche vom Lenkrad ist alles aus echtem Leder. Ja, das Lenkrad ist ja, was ich hier habe, schon, boah, ich weiß nicht, ist es schon 20 Jahre alt, ist gut 20 Jahre alt. Und das Leder sieht immer noch top aus. Ja, fühlt sich immer noch top an, hochwertig, fühlt sich an wie im echten Auto. Ist einfach super. Und wenn ich halt jetzt dran denke, ich würde mir, sagen wir, ich würde mir jetzt dieses Simulationslenkrad kaufen. Ja, ist das für mich von der Wertigkeit, vom Gefühl her, ein enormer Rückschritt, obwohl es viel mehr kostet als das Lenkrad, was ich habe. Das ist so ein Thema, was mich halt dann so ein bisschen beißt. Genauso wie bei dem Aerosoft-Lenkrad sind die Pedale auch aus Plastik. Es ist alles aus Plastik. Alles. Das Einzige, was nicht aus Plastik war in diesem einen Video, was ich mir angeschaut hatte, waren die Halterungen für den Schreibtisch. Die waren anscheinend aus Metall, die bei meinem Logitech-Lenkrad aus Plastik sind, waren bei dem Aerosoft-Lenkrad quasi aus Metall. Der Rest ist alles Plastik. Ist halt nicht hochwertig. Ja, hätte man das Lenkrad irgendwie auch mit Leder bezogen oder so, wäre richtig cool. Ich meine, dann wäre es vielleicht preislich nochmal nach oben geschossen, aber da hättest du halt auch irgendwie was Wertiges in der Hand, was sich gut anfühlt, was du stundenlang in der Hand halten kannst, ohne dass irgendwie klebrig wird, bappig oder schwitzig oder so. Das ist einfach dann ein anderes Feeling, glaube ich. Das ist einfach ein anderes Feeling. Ja, und Pedale auch hier bei meinem alten Lenkrad, was 20 Jahre alt ist, aus diesem gebürsteten Stahl, hochwertig, sieht geil aus, fühlt sich geil an. Brauchen wir nicht meckern. Ja, ist beim neuen Aerosoft Lenkrad für 380 Euro aus Plastik. Ist halt, was das Thema Wertigkeit betrifft und Feeling halt betrifft, nicht ganz so optimal. Ja, besonders auf den alten Bildern von diesem Lenkrad hat man halt auch gesehen, dass diese Trennnaht von dem Lenkrad auch irgendwie ein bisschen blöd ist. Es sah aber in dem Video, was ich ja zuletzt gesehen hatte, ein bisschen besser aus. Also, ja, keine Ahnung. Aber das wäre halt so einer der Kritikpunkte, beziehungsweise einer der Sachen, wo ich mir denke, ja, 380 Euro für ein Stück Plastik ausgeben, tut mir doch ein bisschen weh. Aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Wenn der Rest sonst super ist, alles gut. Wie halt das Force Feedback und so weiter von diesem Lenkrad ist, kann ich halt noch nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte es nicht in der Hand, ich habe es noch nie gesehen. Gibt, glaube ich, auch noch keine Videos dazu, wie das dann ist. Wie das so vom Feeling rüberkommt, ob das eher gut umgesetzt ist, eher schlecht umgesetzt ist. Wie stabil allgemein das Lenkrad sich anfühlt und aussieht. In dem letzten Video, was ich gesehen habe, hat das... Keine Ahnung, wenn ich mein Lenkrad am Schreibtisch festschraube und ich drücke oben auf mein Lenkrad drauf, da wackelt nichts. Das ist bombenfest. Ja, außer die Drehbewegung. Die ist nicht bombenfest. Aber ansonsten... wie es hier gerade wieder am Ruckeln ist. Ansonsten kannst du das irgendwie nicht biegen, verformen oder sonst was. Das ist stabil. In dem einen Video hat man so gesehen, jo, da wurde der Arm leicht auf das Lenkrad gelegt. Und da hast du gesehen, dass sich das richtig weggebogen hat. Kommen wir auch wieder zu diesem Thema Wertigkeit und ja, Stabilität. Lebensdauer vielleicht dann auch von diesem Lenkrad. Keine Ahnung. Ist also noch ein bisschen fragwürdig. Naja, ansonsten. Anderer Punkt, was ich jetzt auch nicht so gut finde, was ich aber auch bei vielen Lenkrädern kritisiere, beziehungsweise bei Racing Wheels ist es okay, bei Simulationslenkrädern finde ich es einfach komplett unnötig, komplett, ja, Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Und zwar, beziehungsweise bei der Planung von diesem Lenkrad Geld aus dem Fenster geschmissen, finde ich persönlich, sind Knöpfe und Schalter auf dem Lenkrad. Ja, beziehungsweise dieses Lenkrad
hat einen Stick sogar auf dem Lenkrad. Was genau soll man damit während der Fahrt anfangen? Ich meine, klar, du könntest da jetzt zum Beispiel dann die Sichtsteuerung drauflegen und könntest dich dann während der Fahrt einfach gemütlich so umgucken, wie ich jetzt hier mit meinem alten Lenkrad mache. Da habe ich keinen Stick, da habe ich auf dem Bedienpanel quasi so ein Steuerkreuz, da habe ich einfach die Sicht rechts, links draufgelegt und gut ist. Könntest du quasi auch mit so einem Analogstick machen. Ja, dann könntest du dich ein bisschen gefühlvoller hier umschauen oder die Sicht einstellen. Das ist ja immer so weit gut, bis man halt lenkt und das erste Mal während dem Lenken sich umschauen möchte, zum Beispiel. Kannst du nicht machen. Weil du dann jedes Mal den Stick suchen musst und erstmal austesten musst, in welche Richtung musst du jetzt den Stick bewegen, damit du was Sinnvolles mit anfangen kannst. Also, allgemein, Knöpfe, Schalter und sowas auf einem drehenden Lenkrad finde ich, wow, das habe ich am Mikro gehauen, finde ich unpraktisch. Bräuchte ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. Aber gut. Hier mein altes Lenkrad hat auch zwei Knöpfe quasi auf dem Lenkrad drauf. Nur zwei. Ja, früher hat man noch gewusst, dass das einfach unnötig ist. Ich habe die in keinem einzigen Spiel belegt. Weil ich einfach keine Knöpfe brauche, die sich mitdrehen. Ich meine, in echten Autos hast du auch deine Steuerkreuze und sowas auf dem Lenkrad. Ja, da ist aber auch was anderes. Da kannst du dich zum Beispiel umschauen, ohne dass du da irgendwas drücken musst. Das ist was anderes. Und mit diesen Steuerkreuzen hier und so weiter, ups, auf dem Lenkrad drauf, machst du meistens nur Dinge, die du irgendwie blind betätigst und so weiter, brauchst du nicht hingucken und das machst du meistens nicht in Kurven. Und somit ist das in der Realität ein bisschen mehr okay als am Computer. Ja, weil ich könnte mit der, weil ich wüsste nichts anderes, für was man dann den Stick auf dem Lenkrad braucht. Ja, ist bestimmt für Sichtsteuerung gedacht, aber ist halt an der Stelle komplett unnötig. Beziehungsweise nicht sinnvoll. Meine Meinung. Ist alles, was ich sage, ist nur meine Meinung. Ja, ist nicht irgendwie, dass es so ist, sondern es ist einfach nur mein Empfinden, meine Meinung, meine Erfahrung mit Lenkrädern. Ich habe schon ein paar gehabt. Damals, die waren, die Lenkräder, was ich vor meinem Logitech G25 hatte, die waren alle Katastrophe. Aber früher war das eh noch mal die Katastrophe. Naja, genau. Also sowas, Knöpfe und Steuerkreuz und so weiter auf Lenkrädern in Computerspielen finde ich einfach komplett unnötig. Braucht man nicht. Ist nur störend. Ja, es gibt aber auch Autoentwickler in der Realität, die haben gemeint, ja, man könnte doch auf dem Lenkrad die Blinkertasten anbringen. Rechter Knopf irgendwie für den rechten Blinker, linker Knopf für den linken Blinker. Ich nenne jetzt keine Marke. Auf jeden Fall hat sich da auch rausgestellt, in der Realität komplett unpraktisch. Wie man auf die Idee kommt, keine Ahnung, anscheinend hat noch nie jemand ein Computerspiel gespielt mit Tasten, die sich mitdrehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Realität komplett unpraktisch und eigentlich nur gefährlich und unnötig. Ja, und im Computer ist es genau das Gleiche. Du brauchst keine mitdrehenden Tasten, die du immer suchen musst. Brauchst du nicht. Dann lieber weitere Tasten oder den Stick auf das Bedienpanel irgendwo aufgebracht, dass man irgendwie die Hand da drauflegen kann, ganz gemütlich, und kann dann hier die Sicht schön steuern. Ja, sowas würde ich eine gute Lösung finden. Damit kann man was anfangen. Wobei man da auch nicht mal so wirklich einen Stick für bräuchte. Ja, so wie es jetzt hier bei meinem Lenkrad ist, finde ich es auch okay. Klar, mit dem Stick kannst du nochmal ein bisschen feinfühliger dich umschauen. Aber hier ist es halt so, dass ich mit dem Steuerkreuz einmal nach links klicke und dann dreht man sich nach links. Sobald ich gehen lasse, zentriert sich die Sicht wieder automatisch. Mit dem Stick müsstest du wahrscheinlich dir entweder eine extra Taste zum Zentrieren wieder belegen oder halt wieder zurücklenken. Und so mit diesem kurz zur Seite gucken und wieder automatisch zentrieren ist natürlich auch eine ordentliche, feine Sache. Ja, und wie gesagt, ich brauche nie den Schalter suchen. Ich sitze hier eigentlich da wie so ein Busfahrer in der Realität. Ja, mit einer Hand quasi am Steuer, was man nicht machen sollte, immer zwei ans Lenkrad. Eine Hand am Steuer und eine Hand quasi auf dem Bedienpanel drauf. Busfahrer haben gerne die Hand mal auf der Kasse liegen oder so. Und damit bediene ich Blinker, Sichtsteuerung und so weiter und Türen. Mein altes Logitech G25 hat ja auch vier rote Knöpfe quasi für vier Türen, passend für Simulatoren. Deswegen habe ich gesagt, mein Lenkrad ist mehr so ein Allrounder für alles gedacht, Racing und Simulation. Ja. Nee, aber sowas finde ich, wie gesagt, unnötig, aber das ist halt meine Meinung nur. Vielleicht sagt der ein oder andere, Knöpfe auf dem Lenkrad sind super. Bei Racing-Spielen kann ich es auch nachvollziehen, weil in Racing-Spielen tust du nie dein Lenkrad irgendwie um 450 Grad pro Seite einkurbeln. Das machst du in Racing-Spielen nicht. Ja, da musst du die Knöpfe nicht suchen. In Rennspielen tust du ja meistens nur so dein Lenkrad, was weiß ich, vielleicht maximal 90 Grad oder so bewegen.
Keine Ahnung. Oh, wir haben hier Baustelle. Wir haben hier Baustelle. Das heißt, mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als da vorne lang zu fahren. Und zu hoffen, dass das Navi mir gleich einen ordentlichen Weg sagt. Aber hier steht auch ein Umleitungsschild. Perfekt. Perfekt. Da ist da einfach mal eine Baustelle. Das ist natürlich nichts. Ich konzentriere mich hier übrigens gerade überhaupt nicht aufs Fahren. Ich hoffe, dass wir ordentlich durch die Gegend gondeln und hoffentlich pünktlich unterwegs sind. Ja, sieht aber gut aus. Wir sind sogar zu früh. Und Unfall haben wir, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Oh, hier müssen wir rechts. Entschuldigung, liebe Fahrgäste. Busfahrer muss gerade hier mal einen Weg suchen. Perfekt. Ja, das Coole ist halt bei dem Aerosoft-Lenkrad, dass man dann halt nicht mehr Tasten für die Blinker braucht, sondern du hast einfach den Blinkerhebel. Ja, das heißt, du kannst das mit der linken Hand alles machen wie in der Realität. Einfach beim Kurbeln oder beim Umlenken den Blinker mit angeschaltet. Gar kein Thema, einfach Finger ausstrecken. Man kennt's ja. Wenn man Auto fährt oder so, kennt man das ja. So, dann haben wir die Baustelle einmal umfahren. Oh, da kommt ein Auto entgegen. Sorry. Ja. Ich glaube, dann haben wir aber schon das Lenkrad eigentlich an sich so besprochen. Ich glaube, was ich davon halte, ist auch einigermaßen klar geworden. Ich bin hin und her gerissen, um es einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Ich finde es einerseits richtig geil, richtig cool. Hätte ich total gerne. Andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich würde ein Downgrade machen von meinem Lenkrad aus. Also von der Wertigkeit her. Und irgendwie, wenn ich mir was Neues, viel Teureres kaufe, was doppelt so teuer war als das Lenkrad, wie ich meins damals gekauft habe, will ich schon auch ein bisschen Wertigkeitsgefühl mehr haben. Aber andererseits muss man sagen, jo, Blinkerhebel dran, auf der anderen Seite noch ein Hebel dran, großes Bedienpanel mit dabei. Für 380 Euro. Ja. Dafür hat man halt, wie gesagt, diese ganzen Sachen und das Bedienpanel mit dabei, den Blinkerhebel und so weiter und so fort. Es ist irgendwie schwierig. Ich bin da wirklich voll hin und her gerissen. Ich glaube, ich muss dieses Lenkrad mal in der Hand haben und muss das einfach mal sehen und schauen und testen. Also, falls Aerosoft mir ein Lenkrad schicken möchte zum Testen, dass ich auch ein Video machen kann, können Sie sich gerne bei mir melden. Ja, ich hoffe ja, als dass es irgendwie mal im Elektrofachmarkt ausliegt oder so, dass man es wenigstens so mal in die Hand nehmen kann, mal gucken kann, wie fühlt sich's an, wie fühlt sich das Lenken an. Ich meine, klar, da hängt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ja, kann ja sein, dass irgendwie das Lenkrad dann rauskommt, Force Feedback und so weiter, fühlt sich dann vielleicht kacke an. Ich weiß es ja nicht. Kannst du auch im Markt nicht testen, wenn es sich irgendwie angeschlossen ist und aufgebaut ist. Vielleicht fühlt es sich beim Lenken, beim Kurbeln richtig doof an. Vielleicht fühlt es sich labberig an, weil das Lenkrad ja größer ist als jetzt hier das kleine Racing-Lenkrad. Das merkst du wahrscheinlich alles erst, wenn du es wirklich angeschlossen hast, im Computer und eingerichtet hast. Und da ist ja auch die Frage, wie ist dann die Software von diesem Lenkrad? Kann ja sein, dass die Software komplett kacke ist. Weiß man aktuell noch nicht. Vielleicht ist die Software richtig gut, dass man das Lenkrad richtig gut einstellen kann. Ja, dass es auch von anderen Spielen richtig gut erkannt wird. Dass man auch schön die Freiheiten hat, in allen Spielen die Einstellung zu überschreiben vom Lenkrad aus. Das sind alles noch so Dinge, die sind halt noch nicht geklärt. Weiß man halt jetzt noch nicht. Das sieht man dann wirklich erst, wenn man es wirklich testet, wahrscheinlich angeschlossen hat am Computer und das halt mal stundenlang einfach ausprobiert, wie es so ist. Ich glaube, dann könnte man da auch mehr zu sagen. Ich würde eigentlich total gerne so Hallo. Videos zu ja, Controller machen, Joysticks, Lenkräder und so weiter, das hätte ich schon irgendwie voll Bock drauf. So neue Produkte vorstellen, Smartphones vorstellen, Tablets vorstellen, hätte ich voll Bock drauf. Aber gut, ist halt eine andere Sparte, aber so ein Zweitkanal von Tommy209 irgendwie, wo es nur um Hardware geht, würde ich voll gerne machen. Aber gut, Hardware-Kanäle gibt es auch schon genügend wahrscheinlich. Und ich hätte auch irgendwie kein... Was ich halt nicht hätte, wäre halt so ein schönes Räumchen, wo man halt alles ordentlich zeigen kann mit einem coolen Hintergrund, wo halt modern aussieht, schön aussieht und so weiter. Ich müsste halt wahrscheinlich in den Wintergarten gehen, müsste da irgendwie dann Videos machen, wo halt schön alles ausgeleuchtet ist, wenigstens einen einigermaßen schönen Hintergrund wahrscheinlich dann hat und so weiter. Aber so an sich hätte ich da voll Bock drauf.
Ich hätte ja irgendwie sowieso auch Bock, um mal vom Thema Lenkrad wegzukommen, ich hätte ja sowieso auch irgendwie Bock, mehr so in Richtung Videobearbeitung stellenweise zu gehen. Also so, wie gesagt, so Videos zu erstellen, wo man halt Produkte vorstellt, so Lenkrad mal zeigt und so weiter. Ja, dass man einfach mal wirklich so einen richtigen Bericht da quasi verfasst in einem Video. Schönes Review-Video, keine Ahnung. Unboxing-Videos. Finde ich auch super. Dass man mal sieht, jo, was ist in so einer Kiste drin, wenn man was bestellt. So als Zweitkanal könnte ich mir das echt vorstellen. Und dadurch, dass wir ja hier immer Simulationen spielen. Bei dem einen Simulationsspiel brauchst du ein Lenkrad. Ja, kann man da mal schön austesten, was für ein Lenkrad eignet sich für dieses Simulationsspiel am besten und so weiter und so fort. Was funktioniert am besten? Was sieht am besten aus? Was hat die meisten Funktionen? Wie ist die Software von dem Lenkrad und so weiter und so fort? Könnte man ja alles irgendwie dann auch verbinden auf eine gewisse Art und Weise. Dass man da auch mal Spielszenen zeigt oder so, wie man da unterwegs ist. Vielleicht hier dann noch ein Bild oder Video einblendet, wie man sieht, wie das Lenkrad benutzt wird, bedient wird während dem Spielen und so weiter. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Ja, oder Flugsimulator ausgepackt, irgendwelche Joysticks vorgestellt, ja. Würde ich auch cool finden. Ja, es gibt ja auch für Flugsimulatoren so viel Hardware-Zeug. Du kannst ja quasi deinen Schreibtisch wie so ein Cockpit einrichten mit allen möglichen Anzeigen. Mit allen möglichen Steuerungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. So, ich bremse mal ab, weil ich glaube, da ist ein Blitzer-Symbol. Ja, da steht ein Blitzer. Ey, ich wusste, ich hab's auf der Minimap gesehen. Ich glaube, das ist die erste Folge heute, wo wir seit langem noch nicht geblitzt wurden. Ich sage noch nicht, weil wir sind noch nicht fertig mit der Fahrt. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wobei, oh, die Folge geht schon 41 Minuten. Okay. Krass. Und es gab ja auch damals für Zugsimulatoren, ich weiß gar nicht, gibt es dieses Ding noch? Hieß, glaube ich, Rail Driver oder so. Da hattest du auch quasi wie in so einem Lokführerstand diverse Hebel gehabt, Kombihebel, Schubhebel halt, Bremse und so weiter, dass du so richtig das Steuerpult quasi hattest von der Lok. Würde ich auch total gerne testen, zeigen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sowas noch gibt in der Art, aber wäre auch irgendwie cool. Es gibt schon sehr viel coole Hardware, dass man so richtig in Simulationsspiele abtauchen kann. Und ich finde halt auch immer irgendwie, für Simulationsspiele braucht man schon irgendwie auch ein bisschen passende Hardware immer, damit das Feeling so richtig von Simulation rüberkommt. Ich finde auch, dass so Fahrsimulationen wie auch jetzt hier so Busspiele, wenn du das nicht mit Lenkrad fährst, fehlt einem so ein bisschen was. Ja, macht die Spiele zwar jetzt nicht schlechter an sich, wenn man da jetzt mit Controller durch die Gegend fährt oder mit Tastatur, aber wenn man jetzt hier mit Lenkrad fährt, dann tauchst du so richtig in diese Fahrtwelt ab. Dann fühlt sich das richtig echt an und kommt richtig gut rüber. Du hast so ein richtig gutes Feeling dabei. Kannst auch stellenweise die Fahrzeuge besser einschätzen und du kannst natürlich auch genauere Manöver fahren, weil du einfach viel genauer steuern kannst. Ja, viel genauer lenken, viel genauer steuern kannst. Ist schon nicht verkehrt. Genauso wie Flugsimulator. Du kannst Flugsimulator mit Tastatur spielen. Ist halt komplett für den Arsch. Fühlt sich komplett kacke an. Stürzt auch, glaube ich, nur ab. Ich weiß es nicht. Wenn du da jetzt Joystick hast und einen Schubhebel. Wunderbar. Ich meine, ich hatte früher auch nur einen Joystick gehabt und keinen Schubhebel. Mittlerweile habe ich auch so einen Schubhebel und einen Joystick. Zwar jetzt auch nicht richtig ausgelegt für so Simulationen. Das ist eher für so, Flugzeug, Schlachtengedöns gedacht, ja. Aber es reicht trotzdem. Es ist ein Schubhebel, es ist ein Joystick. Funktioniert beides super. Kannst du gleich viel besser mit fliegen, viel besser unterwegs sein mit. Macht gleich viel mehr Spaß. Kannst einfach viel mehr in das Thema eintauchen. Klar, ist natürlich auch immer so eine finanzielle Sache. Muss man sich auch leisten können natürlich. Ich meine, es gibt auch mittlerweile gibt's auch günstiges, gutes Zeug. Und sowas könnte man halt mit so Review-Videos oder Test-Videos dann irgendwie... Ein Fahrschein bitte. Jo, ein Fahrschein. Könnte man halt dann mal testen. Ja, was ist das günstigste Joystick- und Schubhebel-Set, was es auf dem Markt gibt und was weiß ich, was trotzdem qualitativ gut ist. Und. Ja, was ist das teuerste, was ist der Unterschied oder wie fühlt sich das teuerste an im Vergleich zum günstigsten und so weiter und so fort. Oder ein mittelpreisiges Modell,
im Vergleich zum günstigen und so weiter und so fort. Man hat so viele Sachen, was man da machen könnte. Ich meine, klar, ich bräuchte halt auch die Zeit dann dazu. Erstens finanzielle und zweitens halt auch die Zeit dazu. Aber so als Zweitkanal-Idee, ich würde es super finden. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas finden würdet. Und ihr könnt auch gerne natürlich mal euer Eindruck, eure Meinung zu dem Aerosoft-Lenkrad in die Kommentare schreiben. So, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich rede. Ich sollte mich mal mehr um die Kasse kümmern. BC ermäßigt, Einzelfahrausweis. Okay. Dann, sie hat bar bezahlt, kriegt auch noch ein bisschen was zurück. 50 Cent schon mal und dann noch 7 hinterher. Wir hatten doch auch hier 6, 7. Gut. Okay. Ja, wir sind immer noch ein paar Minütchen zu früh. Wir sind echt gut durchgekommen. Und wie gesagt, wurden noch nicht geblitzt. Machen jetzt gerade mal so ein bisschen langsamer. Damit wir ein bisschen Zeit verlieren. Nicht ganz so früh an der nächsten Haltestelle ankommen. So, das wird jetzt eine knackige Kurve. So, dann müssen wir hier gerade mal rum. Ich habe jetzt ein bisschen weniger ausgeholt, aber ich denke mal, dass wir trotzdem rumkommen. Ja, ohne Bürgersteigberührung, alles gut. Ich hoffe, ich habe jetzt an alle Haltestellen gedacht und bin an keiner vorbeigefahren. Ich habe mich wenig darauf konzentriert, muss ich zugeben. Wollen wir einfach hoffen, dass alles geklappt hat. Moin, kann ich bitte ein Ticket haben? 24-Stunden-Karte BC. 24-Stunden-Karte haben wir hier, dann einmal mit Karte, wunderbar. Gute Fahrt. So, wie sieht es denn sonst so im Bus aus? Haben alle einen bequemen Sitzplatz? Jawohl, sieht fast so aus. Sehr schön. Okay. Dann weiter geht's. Normalerweise 13.34 Uhr erst Abfahrt. Wir sind jetzt um 13.33 Uhr losgefahren, beziehungsweise 32 und 59 Sekunden so ungefähr. Ist jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Natürlich, manche nehmen es zu pünktlich. Wenn sie zum Bus gehen, dann ja, hat man halt verpasst. Dann muss man auf den nächsten warten. So, das ist die nächste knackige Kurve. Also rechts wäre frei, links würde gleich jemand kommen, aber wir geben einfach Gas und müssen dann hier so ein bisschen über die Insel drüber, die ist aber extra abgeflacht. Passt. Okay. Nach vorne haben wir schon wieder das nächste Blitzersymbol. So, irgendwo müsste jetzt hier auf der rechten Seite wahrscheinlich wieder ein Blitzer stehen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht auf der linken Seite oder er steht halt nur manchmal da. Ich weiß es nicht. Manchmal sind die aber auch in der Realität richtig ordentlich getarnt oder versteckt. Ist schon richtig mies manchmal, aber gut. Wenn man sich an die Geschwindigkeit hält, braucht man keine Angst haben. Aber manchmal, ja, aber gerade wenn du halt auch irgendwie fremd bist in manchen Ortschaften und du vielleicht dann 30 Schilder irgendwie beachten musst an einer Stelle, dann kann es passieren, dass man vielleicht mit der Geschwindigkeit nicht ganz so korrekt unterwegs war. Oder man hat ein 30er-Schild übersehen, fährst dann 50, weil du gedacht hast, da ist 50 erlaubt.
Ja, normalerweise müsste das immer so ein bisschen gecheckt werden, ob das vielleicht jetzt mutwillig zu schnell gefahren ist oder ob das ohne Absicht gewesen ist. Aber das kannst du natürlich nicht nachweisen. Ja, wenn jetzt jemand in der 30er-Zone 50 fährt, kannst du nicht immer sagen, jo, der hat bestimmt gedacht, da ist 50 erlaubt. Man müsste immer, aber fair wäre es irgendwie, wenn es unterschieden wäre zwischen mutwillig und nicht mutwillig zu schnell gefahren. Aber das kannst du halt nicht machen. Ich sollte vielleicht auch die Tür aufmachen. Hab mich gerade gewundert. Kannst du halt nicht machen. Moin. Du weißt halt nie, ob da jemand jetzt extra schneller fährt oder nicht. Und wenn du halt so entscheidest, hallo, und es wäre bekannt, dass du so entscheidest als Start irgendwie, dann würde jeder in der 30er-Zone 50 fahren, dann behaupten, ja, ich habe irgendwie gedacht, da wäre 50 erlaubt. Es ist, naja, schwierig. Kann man nicht richtig machen. So, Moment. Hab ich die Karte nicht gedruckt? Doch jetzt, okay. So. Wir sind immer noch eine Minute ungefähr zu früh. Also machen wir wieder ganz entspannt, rollen hier schön entlang. So, hier ist Abfahrt 13.38 Uhr. Wir haben jetzt 13.37 Uhr. Hi. Moin. Hallo. Ich brauche einen Fahrschein. Ein Fahrschein. Wie viel würde das kosten? ABC ermäßigt, Einzelfahrausweis kostet 2,90. Wunderbar, Sie kriegen noch 10 Cent zurück. Schönen Tag noch. Hallo. Hallo, Zwillingsschwester. Sieht aus wie die andere. Okay. ABC, Einzelfahrausweis und hat auch bar bezahlt, hat passend bezahlt. Wunderbar, gute Fahrt. So, jetzt müssen wir einmal hier im Kreisel rundherum. Machen wir ganz entspannt. Wir sind eh wahrscheinlich wieder zu früh losgefahren oder ich habe gerade nicht auf die Uhr geachtet. So, hier müssen wir lang. Ab in die nächste 30er-Zone. So, nächster Halt. Und wir sind immer noch pünktlich. 13.39 Uhr haben wir, 13.40 Uhr sollen wir hier wieder abfahren. Moin. 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 Hi. Ich brauche einen Fahrschein. BC ermäßigt. Alles klar. Dann 24-Stunden-Karte haben wir hier. Und er hat bar bezahlt. Kriegt also auch wieder ein bisschen Geld zurück. Gehen wir gerade erstmal 70 zurück und dann nochmal hier ein bisschen was hinterher. Also 3,70. Hi. Perfekt. Einen Fahrschein bitte. Bitte mit Quittung. Mit Quittung, das haben wir selten. Quittung drucken, hat bar bezahlt, sogar passend bezahlt. Dann wünsche ich noch eine gute Fahrt und viel Spaß mit der Quittung. So. Dann können wir weiter. Was?
TML-Flagge einfach mal da hängen. Okay. Da hang einfach mal eine TML-Flagge. Cool. Aber so macht auch wieder sehr viel Spaß, hier durch die Gegend zu fahren. Sehr viele enge Gassen, sehr viele enge Straßen. Auch mal etwas anspruchsvollere Kreuzungen, wo man ein bisschen gucken muss, dass man gut rumkommt beim Rumkurbeln. Sehr, sehr schön auf jeden Fall wieder. So, hier wird es auch noch mal ein bisschen. Naja, wobei enger nicht wirklich. Aber. Ja, muss ein bisschen mehr kurbeln. Hallo. Brauche ich mal ein Ticket? Hi. Hi. Gute. So, was sagt die Uhr? Oh, wir sind viel zu früh. Und er traut sich nicht vorbeizufahren. Feigling. Oh, ich sollte vielleicht auf der Bremse stehen bleiben, wenn die Türen schon wieder zu sind. Ja gut, ach komm, eine Minute ist zu früh. Das können wir machen. Ich will jetzt hier nicht den Verkehr irgendwie blockieren. Deswegen rollen wir ganz langsam und gemütlich hier weiter. Das sieht halt so richtig schön ländlich aus. Richtig schön Land. Ich hab grad gedacht, mein Computer quietscht, dass der Kühler irgendwie gerade das Quietschen anfängt. Aber ich glaube, ich habe gerade mal kurz meine Kopfhörer rausgenommen. Ich glaube, das ist ein Hund, der gerade bellt. Er quietscht nur ein bisschen arg. Eieiei. Er traut sich auch nicht. Okay, dann lass mich fahren. Dann machen wir es so. Bitte nicht seitlich jetzt in mich reinfahren, wenn ich hier rausfahre. Dankeschön. Dann bleibe ich gleich mal auf der linken Spur. Dann können wir hier nämlich leichter rumfahren. Jawohl. Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Haltestelle. Perfekt. Wir sind aber gleich am Ziel, habe ich, glaube ich, gerade. Genau. Hi. Birkenallee sind wir jetzt. Bitte. Ja, kriegen Sie gleich. Dann noch die Flutthochstraße und Rewestraße. Alles klärchen. So, BC. 24-Stunden-Karte und dann Bezahlmethode Handy. Gute Fahrt. Ich mache extra wieder so ein bisschen langsamer. Ich meine, dürfen wir eigentlich eh nur 30 fahren, aber ich fahre jetzt ein bisschen unter 30. Wir waren nämlich wieder ein bisschen zu früh.
und pünktlich. Da hat das Schleichen sich ja doch ein bisschen Hallo. Gelohnt. Hallo. Ich glaube, die laufen hier nur hin und her. Ich glaube, die wollen nicht mehr mit. Dann fahren wir weiter. Ich hab's ja nicht ganz so eilig. Wir sind ja eh zu früh. Die meiste Zeit. So, letzte Haltestelle fahren wir jetzt an. Achso, nee, da ist ein Kreisel. Alles klar. Ich hab grad erst gedacht, da kommt eine Kreuzung, aber nee, Kreisel. Jetzt müssen wir hier raus. Irgendwas ist da vorne. Unfall, Baustelle oder... keine Ahnung. Ah, da wird ein LKW abgeschleppt, so wie es aussieht. Beziehungsweise anscheinend hat ein LKW da ein bisschen Problemchen. Mal extra mal ein bisschen langsam, damit wir hier niemanden überfahren, falls jemand zufällig auf die Straße springt. Genau, und dann können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Hier müssen wir reinfahren. Okay. Ja. Es sieht so aus. Es ist so ein Rewe-Großlager wahrscheinlich, oder? Hier auch so viele LKWs stehen. Ist kein ganz normaler Rewe zum Einkaufen wahrscheinlich. So, wir fahren mal auf die... Ah, wobei, wir können auch hier bleiben. Ist keine Einbahnstraße, also bleiben wir hier. Auf der Spur und können hier jetzt nach rechts oder nach links fahren. Wir sollen hier nach links. Und dann hier runter. Das ist wahrscheinlich dann das Mitarbeiterparkhaus oder so. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Keine Ahnung. So, da wären wir. Endhaltestelle. Wir haben es geschafft. Sind gut durchgekommen. Ich glaube, wir wurden kein einziges Mal geblitzt. Ich hoffe, ich habe keine Haltestelle übersehen. Vor lauter Erzählen. Ja, 5 Sterne haben wir bekommen. Sehr schön. Also alles in Ordnung. Und ja, ich hoffe, dass euch auf jeden Fall diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch, wer möchte, den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Wer möchte, kann auch gerne den Discord-Server beitreten. Habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht erzählt. Keine Ahnung. Es ist wieder warm heute. Konzentration ist gerade ein bisschen weg. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, Discord-Server. Link dazu ist unter Social Media in der Videobeschreibung. Ja, da öffnet sich ein Linktree oder beziehungsweise ist ein Linktree, kann man draufklicken. Dann öffnet sich eine Seite mit lauter Links, die den Kanal betreffen. Und ja, falls jemand auf der Suche ist nach Spielen, kann er gerne nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link. Führt euch zu Instant Gaming, kann man sich günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn man das über diesen Link macht, unterstützt man auch gleichzeitig den Kanal. Außerdem gibt es in der Videobeschreibung auch noch einen Amazon-Affiliate-Link. Kann man auch draufklicken und sich dann irgendwas bei Amazon kaufen und so kann man auch den Kanal unterstützen. Genau. Dann vielen Dank für die Unterstützung auf jeden Fall und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.